So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Carpack-Review hier in Forza, und zwar zum heute erschienenen Mountain Dew Carpack. Das müsste so eine amerikanische Süßigkeitenmarke sein, die doch gar nicht mal so unbekannt ist. Heute natürlich wieder 7 Autos dabei für 7 Euro. Und noch, wie auch das Prospekt, nicht im Autopass enthalten, der auch abgelaufen ist. Aber ich dachte, komm, du kaufst es dir mal. Aber erstmal so kurz vorweg. Ich hätte mir dieses Carpack eigentlich nicht gekauft, weil ich. Ich meine, die Autos hier drin sind, die sind teilweise cool, teilweise nicht cool. Aber ich sag schon mal, es ist jetzt von vornherein her, finde ich, einer der schlechtesten Carpacks. Ich meine, das ist natürlich wie immer Meinungssache, aber naja, ich habe es eigentlich nicht geholt, aber ich dachte mir, komm, für euch kaufe ich es mir mal und zeige euch mal die Autos. Wobei auch nicht alle scheiße sind, davon mal abgesehen. Und zwar dabei hier ist zuerst, genau, Alphabet alles, der AMC Gremlin X von 1973. Dann der Chevrolet Vega GT von 1971. Der Dodge Start GT von 2013, finde ich richtig geil. Dann natürlich, ja, was dezent schnell ist, der Ferrari F50 GT von 1996, der wird auch unser erstes Auto heute sein. Dann der Holden FX7 von 1951, wieder was extrem geiles, der Lotus 311 von 2016 und auch zu guter Letzt der Mitsubishi Eclipse GSX. Und fahren werden wir heute den F50, den Lotus, den Dodge und den Mitsubishi, die anderen drei nicht, tut mir leid. Ich meine, natürlich würden vielleicht auch einige gerne alle Autos sehen, aber es ist halt so, wenn ich einmal als Beispiel jetzt mal den holen. Wenn mir dieser ein Auto wiederholen nicht gefällt, dann fahre ich ihn auch nicht. Das ist so, als wenn ich jetzt ein Spiel spielen würde auf dem Kanal, worauf ich keinen Bock habe. Zum Beispiel FIFA. Hab ich schon gemacht, aber als Beispiel FIFA 17 oder so. Hab ich keinen Bock drauf, juckt mich nicht. Wenn ich das spielen würde aus irgendeinem Grund, naja, bringt auch nichts. Deswegen, ich fahre nur die Autos, die ich gut finde. Das ist halt heute mal nur viermal, sonst mehr, mal weniger. Kann ich auch nicht ändern. Und anfangen tun wir heute mit dem Ferrari F50 GT. Bei dem einen oder anderen wird jetzt bei euch auch noch im Kopf klingeln. Den Wagen kennt man noch irgendwoher, richtig. Der Wagen hat jetzt hier in Horizon 3 nicht sein erstes Debüt, oder sein das erste Debüt, genau. Es gibt mehrere Debüts. Nein, hat jetzt nicht sein Debüt hier in der Forza-Reihe. Zwar gab es den schon mal in Forza, auch unter anderem zuletzt im ersten Teil der Horizon-Reihe. War dann noch im normalen Spiel drin, genauso wie der zum Beispiel noch der F40 Competizione oder der 509XX waren da auch alle drin. Jetzt kommt der hier halt per Carpack rein, der F50 GT, und das ist halt ein Monster. Man sieht doch da S2 990. Der ist wirklich gerade langsam. Dann gehe ich mal kurz hier in Forza Vista und erzähle mal kurz was dazu. Ist halt auf Basis des F50, wie man glaube ich auch so erkennen kann. Weil der ist ja schon ziemlich krass. Das geht jetzt nicht, Michael, tut mir leid. Halt R50 Basis, ich meine, das ist ja schon ziemlich langweilig, hat auch eine bessere Version, auch mit einer richtig dicken Theke hinten. Hat den quasi, hat gleich viel Hubraum, 4,7 Liter, V12 Motor, Sauger übrigens, aber halt nicht die normalen PS, sondern hat auch ein bisschen mehr, nämlich 750. Das ist schon krass, ja, das ist sehr viel. Aber der wiegt auch noch weniger, deutlich weniger. Der wiegt nämlich über 300 Kilo weniger als der normale R50, der auch nicht schwer war. Der wiegt nur um die 900 Kilo. Ich meine, 900 Kilo, 750 PS. Kann man machen, ne? Machen wir kurz die Türen auf. Ja, Türen gehen dann auf. Aber warte, da ist noch hier, geht doch quasi die Motorhaube. Ist halt ein Mittelmotor. Ja, man sieht nicht so viel dank des Spoilers, aber da ist der gute Motor. Komm, wir gehen einfach mal raus und fahren noch ein bisschen. Geht dann unter 3 Sekunden auf 100 und schafft Top Speed, ich glaube, angegeben über 360, 370. Schnell. Und auch der dritte mal rechts, der geht bis 12.000, da wirst du Bescheid. Uiuiuiui. Natürlich habe ich die jetzt in Rot gelassen, weil es ist ein Ferrari. Der gehört irgendwie rot. Ich fahr mal kurz ein bisschen. Ja, das waren schon 5.000. Ich fahr mal kurz bis zur Straße vor. Hat ein Sechsganggetriebe, genau, Sechsgang. Sieht sequenziell aus. Muss jetzt zum Knüppel greifen, aber der schaltet ziemlich schnell. Ja, wir fahren mal zur Straße und dann auf die Autobahn. So, aber erstmal noch ein kurzer Soundcheck. Ach du Scheiße. Der dreht bis über 11.000 Umdrehungen. What the fuck? Das ist. Ja, ziemlich viel.
Okay, ein bisschen Gilspin, klar. Alter. Oh, der Sound. Komm. Auf der Bahn, warte. Wir machen mal dritter Gang, 100 km/h. Das ist chillig. Bei 5000 am Touren richtig chillig. So. 150. 200. 250. Alter, Scheiße. 300. Da geht ja auch Motor weiter, ne? Hört gar nicht mehr auf. Ja. Das war ein schöner Fiat. Beton liegt auf wahr. Jetzt ist er tot. Ach du Scheiße. Okay, der ist schnell. Okay, ist ein wenig viel Verkehr auf der Autobahn. Könnte mir nicht so gut, aber halt so das Handling bei 300 so. Alter, der Speed bei. Ja, der Speed bei 300. Wo ist der wohl fahren werden? Richtig, 300. Nein, Alter, wie der um die Kurven geht auch. Ja, fahren fast 360. Kann man machen. Ich fahre jetzt gleich mal ein wenig ab hier. Super. Boah, Alter, der Sound, ne? Am Bremsen. Ja! Danke. Aber ich glaube, die sprechen für sich. Die sind ganz in Ordnung. Das ist natürlich Heckantrieb, ne? Ist klar. Aber Handling ist auch ziemlich nice. Also natürlich, klar, ein bisschen. Der kommt auch irgendwie. Wenn er über 700 PS, das ist irgendwie auch logisch. Dass er sich nicht fährt wie so ein Formel 1 Wagen, der übrigens auch quer kommt, sondern ein bisschen zu weit am Gas ist. Zum ersten Mal rausbeschleunigen, geht auch ziemlich gut. Mein Erstwerk ist noch ziemlich lang. Trotzdem. Ja. Ganz schön vor uns die Kurve durchtreten. Das ist mal schnell. Alter, Scheiße! Weg da. Was im Innenraum. Auch hier schön mit kleinen digitalen Tacho. Dann seht ihr da die Drehzahl. So eine kleine Schaltanzeige auch. Die ich natürlich wie immer gekonnt ignoriere. Ich schalte, was ich will. Ich will mal bremsen, warte. Alter! Das war ein Wagen, Leute, ne? Der über 20 Jahre alt ist. Das ist nicht schlecht. Okay, ich habe noch eine Liebe gefunden. Der 50 GT. Ich meine, der war schon damals in Horizon 1 richtig geil. Der ist hier genauso geil übrigens. Warte, Kreisverkehr. Die Woche nach kurz und dann springen wir zum nächsten Auto. Ich will mal gucken, was der hier für ein Speed schafft. Ja. 130, 134. Okay. Das ist nicht übel. Okay. Er ist auch ein kleines Biest manchmal. Ach, das ist richtig geil. Ich meine, der Wagen ist 20 Jahre alt. Gut. Das ist halt nicht so fett wie ein Formel 1 Wagen oder so. Für heute, das ist klar. Aber dafür, für das Alter auch, dass es nur ich sag, ein relativ normaler Wagen ist, weil er sieht auch gar nicht mal so krass aus. Hat er auch so die übertrieben krasse Aerodynamik. Ich meine, es hat eine dicke Theke. Das sieht man wohl. Ist aber auch jetzt nicht so übertrieben krass, ne? Trotzdem ein geiles Ding. Deswegen springen wir auch direkt mal zum nächsten Wagen. Das ist der Lotus 311, der Nachfolger vom 211. Der, glaube ich, Anfang, Ende der 2000er, Anfang der, hat der Maulwagen. Mann, jetzt gehe ich auf die Nüsse. Danke. Jetzt um 2010 rum war es halt auch so ein offener kleiner Sportwagen. Ich glaube sogar zwei Sätze oder ein Sätze, ich weiß gar nicht. Halt auch eher so ein Track-Toy. Hatte diesmal einen 3,5 Liter großen V6-Motor von Toyota, der auch im Lotus Evora verwendet wird. Und hier hat er 416 PS. Gibt es auch als Race-Variante mit noch mehr Leistung, aber das ist quasi nur die normale. Ich meine, die reicht auch schon. Das Ganze wiegt hier nämlich nichts, denn ja, man sieht, glaube ich, hier ist nicht so viel dran. Der Kofferraum wird so nicht so sein, ist halt eher so ein Rennstreckenfahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob da eine Straßenzulassung hat. Ich tippe mal, ich weiß gar nicht. Hat halt hier schön Mittelmotor, man, ich meine, man erkennt, dass es ein Lotus ist.
Vor allem so von hinten, das erinnert halt so ein bisschen an den Lotus Exige, finde ich zumindest. Mein Lotus steht natürlich auch da. Fahrtechnisch muss das hier so ein British Racing Green mäßig sein. So mit zwei gelben Streifen, sieht richtig geil aus. Finde den Vorgänger so, also ich fand den an sich cool, den Wagen, aber Optik war so lala. Und er sieht halt übertrieben geil aus. Schafft 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Das ist ordentlich. Mehr für so relativ wenig Leistung. Ich meine, der wiegt ja aber auch nichts. Der wiegt halt nur 925 Kilo, ich glaube schon. Die Race Vergette dürfte noch ein bisschen weniger wiegen. Aber ist ja auch schon mal nicht schlecht. Wenn über 400 PS auf unter eine Tonne, kann man auch machen. Also, das ist ungefähr so schwer wie der Ferrari F50. Das ist schon. Also, der F50 GT natürlich. Wenn ich gerade gefahren bin. So, hohoho, das ist er. Alter, der sieht irgendwie schon geil aus. Ja, ich kann mich damit auf jeden Fall anfreunden. Wir haben das Cockpit hier. Ich muss mal kurz cutten wegen der Nachricht von Micha. Ja, man sieht ja schon die Gitarre Tacho. Im Lenkrad müssten eigentlich Schaltwippen sein, oder? Jawohl. Ja, der Tacho. Hat auch Außenspiegel. Sogar eine Mini-Windschutzscheibe. Warte mal, man sieht sogar da. Man sieht sogar vorne hier noch so Ventilatoren. Das ist natürlich für die Kühlung zuständig, oder? Oder für irgendwas, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich fahr mal los. Muss doch einen Kompressor haben, das Ding. Hört sich geil an. Dann fahren wir dieses Mal links ab. Nicht für den F50 rechts, sondern hier mal links direkt am Außenposten. Gucken, wie dann so 0 auf 100 geht. Ach du Scheiße, hat der Grip im ersten Gang. Okay. Also Top-Speed übrigens, ich hab's vielleicht noch gar nicht gesagt, 280. Was auch unter anderem unter dieser dezenten Theke liegt. Die aber für massig Grip sorgt. Alter! Okay, Kollage, naja, gut. Das ist nicht ein F50, war doch an was anderes gewöhnt. What the fuck, im ersten Gang, ne? Ich fahr jetzt so 20 km/h. Der hat kein Wheelspin. Da ist nix. Nicht schlecht, Lotus. Der Grip ohne Ende. Jetzt mal die Cockpit-Ansicht. Ist aber auch ein süßes Lenkrad, ne? Sieht nicht so groß aus. Okay. Also bei 200 kühlt er sich ein bisschen. Man sieht auch nur 400 PS. Ist auch nicht so viel. Trotzdem, ich glaube, 280 sollten reichen. Also Sound ist wirklich top. Aussehen, das sieht auch richtig geil aus. Da bin ich eigentlich, an sich bin ich kein großer Lotus-Fan. Ich mag Lotus, aber ich finde es jetzt nicht so übertrieben nice wie jetzt zum Beispiel Porsche. Na ja, gut, es ist aber auch schwer da ranzukommen. Der ist wirklich vom Aussehen her richtig gut gelungen. So, Antonia, geht aber weg. Geht Bodenlage. Also zu schnell in der Kurve sein, das ist nicht so gut. Da kommt das Heck ganz schön. Gang, da geht es eigentlich halbwegs. Lambo, jetzt lass mich mal bitte alleine mit dem Lotus. So. Ist übrigens hier S1 habe ich weit oben angesiedelt. Ich glaube 879 Punkte. Das ist schon ziemlich weit oben. Alter, das Wetter da draußen bei mir. Das ist richtig hartes Unwetter. So, vorbei bitte. Ja, ist wirklich gut. Wir testen gleich mal. Okay. Der kommt leicht quer bei hohen Geschwindigkeiten. Auch bei niedrigen. So, mal Kurvenausgang oder so. Jetzt bei so einer Kurve. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oder noch ein anderes Header machen. So, bremsen. Ja. Also da waren die mehr 50, aber besser. Wieder beschleunigt. Das sind nicht 3,4 Sekunden. Der ist ein Forza schneller. Richtig, nämlich 3,3 Sekunden. Ne, das ist schon echt schnell. Top Speed ist auch ganz gut. Man kann ja soweit nicht. Okay, ihre Dynamik geht, finde ich gut. Das geht ja noch nicht alles. Also noch ein bisschen was zu tun, hoffentlich. Aber sicher hat er auf jeden Fall genug Leistung. Man kann nicht sagen, dass es untermotorisiert ist. Ne, aber echt gutes Teil.
würde ich sagen. Oder vielleicht in Let's Play 3 kommt wieder F50. Ist auch geplant zumindest. Ist halt nur eine Frage der Zeit. Der dritte im Bunde ist der Dodge Dart GT von 2013. Den Dodge Dart, den gab es ja schon mal früher als altes Muscle Car, den Ende der 60er. Das ist quasi noch so eine, ich sag mal, mehr oder weniger Neuauflage. Das ist eine viertürige Limousine. Und wenn ich jetzt an Dodge denke, denke ich eher so an so schnelle, geile Autos. Ich meine, geil ist der auch, aber so schnell eher nicht so. Hat er V8? Nee. Hat er für Leistung? Eigentlich auch nicht. Denn hier, der Wagen hatte der Variante nur einen 2,4 Liter großen reinen Vierzylinder mit 184 PS. Hört jetzt nicht so besonders an. Ist es eigentlich auch nicht. Aber ist ja eigentlich eher so ein, ist ein Auto für auch Normalsterbliche. Ich denke mal, so ein Dodge Charger oder auch als Hellcat ist jetzt nicht sowas für den normalen Alltagsmenschen. Dass ich mal so ein Charger Hellcat gönnt oder ein Challenger Hellcat. Das ist doch eher ein wenig günstiger. Und ja, auch schön, dass er im Spiel ist. War schon lange bekannt, dass er reinkommt. Es wurden ja schon Anfang des Jahres viele Autos geleakt, die reinkommen. Übrigens schicker Scheinwerfer, ein schicker Kühlergrill vor allen Dingen. Ich liebe den. Deswegen war das keine Überraschung mehr, dass der kommt. Aber ich finde ihn geil. Hat auch da oben. Wer heißt denn das da oben? Glasdach oder so? Wie heißt denn das? Weiß gar nicht. Gibt's übrigens mit 6-Gang-Handschaltung oder natürlich Ami-mäßig Automatik. Ich guck mal kurz. Innenraum, ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Sieht auch halt so ein bisschen Dodge-typisch aus. Okay, es regnet gerade draußen. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Und jetzt noch quasi das Schwestermodell oder auch das Tochter oder quasi. So ähnlich jetzt wie beim Scion FRS, Toyota GT86 und Subaru BRZ, auch das gleiche quasi. Jetzt quasi auch das gleiche wie der Fiat, ich muss mal ablesen, Viaggio. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Denn wer es nicht weiß, der Dodge gehört jetzt mit zum Fiat Chrysler Konzern, wo Fiat auch logischerweise mit bei ist. Das sind halt quasi zwei mehr oder weniger identische Modelle. Also ich denke mal, Dodge für den amerikanischen Markt und Fiat für den europäischen oder italienischen. Ich glaube, in Deutschland gibt es gleich mal so viele Fiat. Also jetzt nicht, wo ich wohne zumindest, da gibt es nicht viele Fiat. Wir fahren mal kurz. Ich bin hier in einem Orange gehalten. Also vom Aussehen her sieht nicht brutal aus. Ich meine, klar, der hat nicht mal 200 PS, der muss auch nicht brutal aussehen. Aber ich finde doch dafür, er geht klar. Was ich halt bei Dodge geil finde, vor allem auch beim Charger, sind diese Partie mit den Rückleuchten, die sich über die ganze Breite erstreckt. Ich finde das super. Ist auch hier bei dem Wagen. Ich finde es einfach richtig geil. Alter, Unwetter des Todes ist gerade draußen. Ey, what the fuck? So. Das ist komisch, ne? Du sitzt in einem neuen Ami, hast da einen Vierzylinder drin. Ein Forza, also wie komisch. Auch hier schöne rote Nähte, also rote Elemente. Ich finde das richtig schick. Boah, ey, der Wheelspin. Ich muss noch kurz gucken, ob der Front- und Heckantrieb hat. Er kann sogar Frontantrieb haben. Och, süß Frontantrieb. Ist bei einem Ami in Forza, ist auch was Seltenes. Die in Forza Handschaltung übrigens. Schafft angegeben, ich guck mal kurz auf meinen Wikipedia-Eintrag hier. Schafft 227. Geht ja nicht noch, ne? Ja, gut. Heiling ist nicht ganz so toll. Also einen geilen Sound, finde ich. Für einen Vierzylinder klingt der ordentlich. Ist ja übrigens ein auch ein Saugmotor. Nix Turbo. Da dabei weiß, der Druck 0,0. Nix Turbo. Er darf saugen. Und deswegen auch einen leider relativ hohen Verbrauch. Man hat nicht für Leistung 184 PS, aber dafür verbraucht er, ich muss wieder nach links blicken, 10,6 Liter. Das finde ich ganz schön viel, ne? Für 184 PS 10,6 Liter? Das ist ein relativ großer Motor. Ohne Aufladung. Alter, das war nice vom F50. Das war eigentlich ganz schön viel. 10 Liter, also über 10 Liter, das ist schon heavy. Das ist ein geiles Auto. Ich fahr mal die nächste links. Also die nächste normale Straße links, nicht jetzt die Offroad-Straße. Das mag der Wagen, glaube ich, nicht so. Bremsen! Oi, 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 das dauert aber ein bisschen. Obwohl der Wagen mal so fett ist, der Wagen, habe ich nämlich nur 1, oder was heißt nur? Wiegt 1,5 Tonnen. Ist nicht so übertrieben viel. Aber das Sound ist, finde ich, echt ganz nice. Für einen Vierzylinder? Erinnert, finde ich, so ein kleines bisschen an Subaru. Auch nur ein kleines bisschen. Ja, aber trotzdem, ich meine, Frontantrieb. Der Länge ist halt so, begrenzt.
Ist aber bei der Listung völlig in Ordnung vor dem Abtrieb. Ja, gut. Das ist natürlich kein Lotus 311 oder ein F50 GT, klar. Hätte ich jetzt aber noch nicht erwartet. Hier wollte ich abbiegen. Hilfe. So, umdrehen hier. Das ist so noch ein relativ normales Auto mal hier im Spiel. Vielleicht auch mal ein normaler Ami. Wir haben ja meistens nur hier die irgendwelche Top-Modelle. Oder weiß ich hier was klassisches Camaro, Mustang und sowas, Corvette, Challenger, was richtig geil ist. Will ich nochmal noch ein normales Auto für, was ich, was auch normale Leute fahren könnten. Mein Charger kann theoretisch auch jeder fahren. Ist halt noch, ich sag mal, ein wenig normaler. Ich glaube, ein Charger ist auch in der günstigsten Variante gar nicht mal so günstig. Ich meine, er ist auch nicht sehr teuer. Oh, Wheel Spin, mach ich mal kurz. Oder ist dann auch mal ein Auto für nicht gerade reiche Leute. Denn er kostet nur, steht hier, 16.000 Euro. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ist irgendwie auch ziemlich gut ausgestattet soweit. Sieht auch wirklich von innen top aus. Bis auf dieses Zeichen am Lenkrad. Ist das das Dodge-Logo? Nee. Was ist das da? Ich meine, da steht Dodge, aber was soll das sein? Das sieht irgendwie scheiße aus. Aber na gut, wenn wir noch egal das Navi. Aber gelben Bildschirm, ich glaube, das waren 8,4 Zoll. Ist auch nicht gerade winzig, das Stück hier, wie alt immer an. Ich will eigentlich nicht reinfahren. Aber wirklich ein gutes Auto, mag ich sehr gerne. Auch mal was Normaleres. Nicht nur, was ich hier 300 km. Alter, das war Blitz. What the fuck? Also, draußen ist es wirklich gerade ein Unwetter des Todes. Weil es hat ja lange nicht mehr geregnet bei mir. Wie lange ist es her? Okay, das war ein schöner Donner. Okay, ich habe ein hartes Unwetter vor mir. Aber das werden wir noch schaffen. Bis wir sterben werden. Deswegen, Leute, nehme ich ab morgen keine Videos mehr. Also übermorgen für euch. Ich werde bei diesem Unwetter leider drauf gehen. Es tut mir leid, aber kann ich auch nichts machen. Ja, aber trotzdem geiles Auto. Deswegen springen wir auch zum letzten für heute. Und um das Quartett zu vollenden, fahre ich jetzt hier den Mitsubishi Eclipse GSX. Und Mitsubishi Eclipse, der kommt einem bekannt vor vielleicht, dem einen oder anderen, und zwar aus Fast and Furious. Und zwar war dort, das war glaube ich in Fast and Furious 1, ich bin mir nicht sicher. Und zwar war dort auch ein Mitsubishi Eclipse, und zwar der GS, gefahren von Brian O'Connor, also dem mittlerweile verstorbenen Paul Walker. Nochmal gedenken an ihn kurz, 2 Sekunden. Das ist halt gefahren. Unter anderem war da auch andere los, aber da war halt, wir haben zum Beispiel Eclipse als GX. Wir haben jetzt hier den GSX. Das steht, glaube ich, dafür, dass der Allrad hat. Bin mir nicht ganz sicher. Hat einen 2 Liter großen Vierzylinder-Motor. Mit über 200 PS. Kann man machen. Machen wir kurz hier auf die Luke. Natürlich ist sogar ein Linkslenker. Das ist aber was Besonderes. Wir steigen mal kurz ein. Das Gewirr da draußen wird immer heftiger. Ja gut, ich meine, viel zu sehen ist hier halt nicht. Deswegen fahren wir mal lieber direkt ein Stückchen. Ich meine, die Felgen, die... Das ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber die sind für mich partässlich. Aber ich wollte mal gucken, warte, das mache ich mal kurz, ob es hier so eine Art wie Bodykit gibt oder so. Oder welche Teile man ranbauen kann. Dass das so ein wenig an Fast and Furious erinnert. Ich mal direkt. Es gibt sogar Teile. Ach du Scheiße. Okay. Es gibt Teile. Ich weiß nicht genau, was sind, glaube ich, welche sogar aus Fast and Furious. Sieht zumindest ziemlich krass aus. Das sind mal ordentliche Schürzen. Da ist wirklich... Ist nicht nur ein bisschen, das ist auch wirklich wirklich signifikante Veränderung. Motorhaube ist ja auch noch am Start. Nee, das sind glaube ich die Dinge aus, was ich weiß nicht genau, wie der da aussah. Den ersten Teil oder die Teile, wo der drin war, nie gesehen. Ich habe ihn überhaupt gesehen. Ich habe 8 gesehen, 7 gesehen und ich glaube Tokyo Drift. War da auch, ich weiß es nicht mehr, wenn habe ich es vergessen. Schon ein wenig her. Die hört sich an wie ein Mitsubishi Lancer. Ich denke mal, es wird ähnlicher Motor sein. Hat der Turbo? Hat er. Mit ganzen 0,84 war. Oh Gott, da ich mir hier lag. Natürlich Handschalter. Beim Beschleunigung ist. So lala.
Hat ja auch nur um die 200 PS. Kann man es auch nicht zu viel erwarten. Außerdem mal für Tuning oder JDM-Fans eine interessante Sache. Für mich. Also eigentlich sagt mir der Wagen nur was wegen Fast Furious. Sonst ehrlich. Ich meine, ich kenne auch den Eclipse aus Midnight Club LA. Der war noch geil. In der Variante. Gibt's hier im Spiel aber leider nicht. Und ich bin nicht entdeckt zumindest. War aber auch eine andere Variante. Der war cool, aber der hier so. Ja. Alter. Will ich die Blitze hier, der Donner wird immer heftiger. Was ist denn heute hier los? Achso, ich wollte mal kurz was sagen wegen dem Download heute des Updates. Mein zum Kapitel gehört auch immer ein Update in Forza. Und das war dieses Mal 1,13 GB groß. Und ich hätte da ein Download gehabt von teilweise. Haltet euch fest. Und ich halte euch wirklich an einem Stuhl fest oder wo ihr immer sitzt. Ich hätte einen Download von 2,9 Kilobit pro Sekunde. Das ist wirklich eine starke Leistung, ne? Dann auf einmal waren es, dann hat der Download wieder abgebrochen. Dann dachte ich so, oh ja, jetzt nicht mehr. Dann wieder rausgegangen, wieder mit ein paar Kilobyte, dann weiß ich mal 500 Kilobyte oder mal sogar 1 Mbit. Also komm, ich verletze vom Stuhl, ist doch so viel. Ja, und dann waren sogar teilweise 16, irgendwas Mbit. Da dachte ich mir so, Alter, what the fuck? Also bei mir ist gut Download 8 Mbit und Upload 1 Mbit. Ist nichts Krasses, aber dann auf einmal 16 zu haben, da habe ich mich schon wirklich gefühlt. Aber 2 Kilobit ist nicht geil. Das war halt scheiße langsam. Für die ersten 10% glaube ich 20 Minuten gebraucht. Das war nämlich fürchterlich. Okay, aber wenn ihr den Wagen im Let's Play sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde vielleicht, wenn die Nachfrage entsprechend groß genug ist, auch erfahren. Oder auch dementsprechend tunen. Dann ordentlich Leistung rein, dickes Bodykit, schönes vor allen Dingen. Mal gucken. Ja, Leute, ne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Review gefallen hat. War nicht alle Autos, aber gut, wenn mir dann halt nicht gefallen, dann ist es halt so. Da brauche ich auch nicht wahr. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi!